Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4! So, bevor ich weitermache, hier unten ist sozusagen unsere eigentliche Destination, ein neues Dörflein. Hätten wir, glaube ich, auch schon vorher hingekonnt, oder? Mit der alten, mit der Enterprise. Und hier ist die Höhle, wo wir hin sollen. Aber es gibt noch zwei andere Höhlen. Eine davon ist die hier. Und die möchte ich jetzt auch betreten und verwenden. Ich hoffe, das ist die, wo ich auch quasi hin will. Moment. Ach, was soll's. Gehen wir halt einfach zuerst hier hin. Müsste die sein. Hust, hust. Ich bin leider nicht auf die Bildschirmübertragung geachtet. Und das ist jetzt der Grund, weswegen ich, oder der erste Grund, weswegen ich Rosa auf einem bestimmten Level haben wollte, damit ich Float benutzen kann. Ohne Float. Ich bin hier durchgekommen, als ich die Feymarschen verlassen habe. Vielleicht sollten wir Leviathan um Hilfe bitten. Ja, ich frage mich, wie sie es geschafft hat, hier durchzukommen. Ich meine, es ist heiß hier. Und sie kann nicht Float. Und, oh, noch eins. Nein, ich habe noch Autokampf an, das ist schlecht. So, ich bin hier in gewissem Maße blind unterwegs. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was für Gegnertypen hier auf mich warten. Und, ist vielleicht, für euch ein bisschen spannender, als wenn das hier alles so mehr oder weniger vorgeplant ist. Und, ja, es gibt hier in der Gegend... Ich weiß es nicht genau, noch diesen Dungeon, aber wir... Was habe ich da gemacht? Prey? Ich wollte eigentlich draufholzen. Naja, egal. Jedenfalls gibt es insgesamt hier unten in der Unterwelt relativ viele Gegnertypen. Mal Dancing Dagger machen, dass wir den mal kaputt machen, bevor er angreift. Ja, relativ viele von diesen Gegnertypen, die Summons droppen. Die benutzt der da vielleicht die ganze Zeit. Mein Gott, wie viele Lebenspunkte hat dieses Miststück? Ich kenne jetzt auch nicht die Schwächen auswendig. Wüsste ich jetzt eventuell auch nicht mehr, wenn ich sie vorher nachgeguckt hätte, weil mein Hirn ist zu alt. So, wir haben den... Dafür gibt es aber ordentlich wenig Erfahrungspunkte hier, finde ich. So, und ansonsten gibt es hier, glaube ich, noch einen Geheimgang mit einem Äther. Ja, ich hatte in einer anderen Folge schon mal vorher angesprochen. Boah, ist das kacke. Ich musste gerade für ein... Halleluja. Ich musste gerade für ein dickes Geschäft auf die Toilette. Ich hatte hier noch vorher diesen hier gemacht, Pause gedrückt, als ich wiederkam, meine Party fast tot. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, inwiefern ich das hier noch überlebe. Ich habe mir gedacht, danke. Ich habe mir gedacht, das könnte vielleicht in gewisser Weise interessant sein, nur bitte auf meinen Sessel umzubringen, du blöder Summoner. Kira. Und meine Party ist natürlich fast blind. Man ist sie sowieso. So, jetzt noch den letzten aufkratzen. Ich möchte damit Rosa beglücken. Wegen diesem Hellflapper. Gott. Da denkt man noch, ja, da kommt man hier ganz gut durch. Aber nein. Da muss das die Hardware schon irgendwie nicht mitspielen. Und gegen mich operieren. Ach komm, jump. Jump einfach. Du machst... Nochmal. Bio! Ich möchte. Nein, nicht auf beide! Ach, egal. Dann eben doch auf beide. Erstmal den blöden Summoner-Idioten da unten kaputt machen. In der Hoffnung, dass der gute Edgy-Boy das überlebt. So, Cura! Und eventuell auch trifft trotz Blendung. Wobei, Final Fantasy. Egal. Kuraga. Final Fantasy 4 und 5 und 6. 6 war es auch. Nur in der Fassung, die ich gespielt habe. Nicht, weil ich die Deutsch gepatcht habe. Und die hat auch Bugs entfernt. Jedenfalls ist. Der Blindheitszustand, funktioniert nicht, ist verbuggt. Ich weiß jetzt nicht, ob die das in der Fassung verbessert haben. Oh Gott. So, mal sehen, ob ich jetzt noch ein paar... Wo haben wir es denn? Osmose, Osmose, Osmose. Lassen wir ein paar Magiepunkte durch die semipermeable Schmetterlingsmembran durchdiffundieren. Oder lassen es bleiben. Jesus, ich werde ganz kurz mich regenerieren. Jedenfalls, erinnert euch vielleicht, dass ich mal irgendwann gesagt habe, dass es in der Ami-Fassung dieses Spiels... Oh Gott, bloody eye. Dass es in der entsprechenden Ami-Fassung dieses Spiels... wie heißt es noch gleich? Dass die Geheimgänge dort angezeigt werden. Und ja, Squaresoft hat zu diesem Spiel hier zwei verschiedene Versionen in der SNES-Fassung rausgebracht. Bitte nicht hauen. Von diesen hier gibt es übrigens auch ein Summon, das Auge, was... nee, oder? Doch. Ich meine, es gab mal... Na Quatsch, nein, vergesst es. Es gibt bei normalen Cockatrees oder Basilisken-Gegnern gibt es einen Gegenstand, wodurch man halt einen entsprechenden Summon lernen kann. Für Rydia, der Gegner versteinern kann. So, das Problem ist, jedes Mal, wenn man das Stockwerk wechselt, muss man Float neu auf die Party sprechen. Ansonsten
kriegen wir hier Schaden bei diesen lustigen roten Zäpfchen. Lustigen roten, wie heißt es? Lava-Teils. Ja. Squaresoft hatte sich wohl... Yay! Kyuraja gelernt. Jedenfalls hat sich Squaresoft damals wohl gedacht, komischerweise verkaufen sich unsere Spiele... Scheiße! Jedenfalls in den USA. Verdammt, was? Die konnten noch mal irgendwas Fieses. Ich weiß aber nicht mehr was. Meine die ja vor allem. Ich greife die einfach mal an und versuche sie zu ködern, zu töten mit Bio. So, hier nochmal draufschießen. Ihre Spiele haben sich in den USA relativ dürftig verkauft. Also, die Rollenspiele. In Japan, in ihrem Heimatland. Aber irgendwie nicht. Und da haben sie sich gedacht, woran könnte das liegen? Ja, sie sind auf die Idee gekommen, vielleicht sind den Amerikanern unsere Spiele ein bisschen zu komplex. Bitte lasst Edge leben, danke. Besitzungen könnten auch behaupten, dass die Amis einfach zu blöd sind für solche Spiele. Ach nee, das war's. Sie können Konter mit Confuse. Scheibenkleister. Mein Gott, haben die viele Lebenspunkte. So. Oh Gott, Edge. Edgy Boy, bitte sterb mir hier nicht. Bitte, bitte nicht. Dann machen wir mal volle Heilung auf ihn. Und so haben sie gedacht, wenn wir jetzt Final Fantasy 4 als Final Fantasy 2 da rausbringen, weil Teil 2 und Teil 3 dort nicht rausgekommen sind, deswegen die Namensgebung. Was können wir machen? E-Mails. Was? Ach du du blöder Idiot! Was mache ich hier? Was mache ich hier? Was mache ich hier bloß? Mittlerweile sind ist die Bewaffnung von meinen Charakteren zu gut. Fürchte ich. Na super, danke! Jetzt hau ich mich selber auch noch. So, wie mache ich das jetzt hier? Ich springe nochmal auf ihn. Das sollte ihm hoffentlich den Rest geben und keinen außer Gefahr bringen. Oh Gott, deswegen mag ich diesen Krams hier nicht. Was mache ich jetzt hier? Shadowbind. Das hindert einen Gegner daran zu agieren. Ich hoffe, dass sie dafür empfänglich sind. Mit Kuna ist festgetackert. Schon kein Mister, also gehe ich mal davon aus. Wir testen es mal. Bitte überleben. Danke. Und was passiert? Gar nichts. Sehr schön. Okay, dann versuche ich es mal mit Bio. Und hier mal mit einem ordentlichen. Meint ihr, mein Heilspruch ist ganz unten. Mäh. Egal. Oh, Jesus Christ. So, ich hoffe, der Kane schafft es, den oberen umzunatzen. Kyuraja ist übrigens der stärkste Heilspruch, den wir jemals in diesem Spiel kriegen können. Es sei denn, sie haben sich ausgedacht, ja, wir bauen jetzt die optionalen Inhalte ein, womit das auch geht. So, hauen wir den erstmal zu Brei. Hoffe ich. Die haben ja furchtbar viele Erfahrungspunkte. Furchtbar viele... Lebenspunkte meine ich. Jedenfalls hatte sich Squaresoft dann gedacht, machen wir doch einfach eine einfachere Fassung von Final Fantasy 4. Und so haben sie zu viele Zufallskämpfe rausgenommen. Nein, also sie haben Geheimgänge angezeigt, die Gegner abgeschwächt und was man so kennt. Und auf diesen Prinzipien beruht auch das Final Fantasy Mystic Quest oder im Deutschen hieß es glaube ich Mystic Quest Legends. Das war ein Spiel, was die explizit für die Amis rausgebracht haben, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Deswegen hat man in diesem Spiel auch nicht allzu viele Möglichkeiten, was das Agieren angeht. Und ich bin ein bisschen erstaunt gewesen. Oh, gutes Zeug. Ich rüste es mal kurz um. Wie gesagt, bei Mystic Quest Legend bin ich doch ziemlich erstaunt gewesen, dass in meinem, ich sag jetzt mal, Epeer, wann konnte ich daran? Ja, Bekanntenkreis... Oh, ein Bestiarium, Wahnsinn. Doch recht viele das Spiel so extrem gut finden. Aber für meinen persönlichen Geschmack kann man da einfach nicht genug machen. Die Poison Axe, die ich bekommen habe, ist übrigens eine zweihändige Waffe. Man kann kein Schild anziehen daneben her und ich bin mal gespannt, was das hier für eine Gruppe ist. Die könnte mich auslöchen. Okay, den bringen wir mal... Einfach mal auf den hier in Sicherheit. Ansonsten versuche ich jetzt einfach mal mit einem Titanbeschwörungszauber, auch wenn meine Magiepunkte zur Neige gehen. Moment, hold. Konnte man nicht auf alle machen. Na egal, weil bei Rosa gehen meine Magiepunkte gerade auch ordentlich zur Neige. Die Viecher haben einfach zu viele Lebenspunkte für meinen Geschmack und ich weiß gerade echt nicht mehr genau. Shadow. Mal sehen, ich könnte mal einen Blitz versuchen. Einfach hier mal meine Gruppenattacken raushauen. In der Hoffnung, dass ich die schnell genug klein kriege. Ich glaube, bei Cecil lohnt es sich nicht, die Speerwaffe aus der Hand zu legen, wenn man mit ihnen den Jump Command benutzt, weil der Schaden von Speerwaffen potenziert sich dadurch. Hoffentlich hat das was genutzt. Oh, zumindest schon mal ein bisschen Schaden. Mal sehen, hoffentlich sind die halbwegs empfindlich dagegen. Oh ja, Leech? Wieso Leech?
Nix Leech hier! Wrath of the Leech King! Was hat er denn jetzt gesaugt, seine Umgebung? Genkidama! Oder so ähnlich. Der Defender. Oh, eine super Waffe. Ich werde jetzt ein wenig umrüsten. Kane habe ich jetzt mal den Ogre Killer gegeben. Auch eine Axtwaffe. Um bei nächster Gelegenheit einfach mal auszutesten, ob ich mich Lügen strafen lasse oder nicht. Wow, der Defender ist wirklich gut. Hört die Verteidigungswerte, ist stärker als die zweihändige Poison Axe und ich kann auch ein Schild dazu tragen. Und jetzt bin ich quasi halb in Sicherheit. Hier gibt's keine Random Encounter mehr. Boah, die Gruppen sind teilweise echt übel. Rüdiger, du bist zurückgekehrt. Und ich kehre zur Schatztruhe. Ich finde dieses Layer-Gedöns 6000 Gold richtig cool gemacht hier. Iron König residiert unterhalb von uns, in den Häusern. Weil man halt so ein bisschen reingucken kann. Was erwartet uns weiter unten? Der Yuichi-Bogen, Yuichi-Pfeile, Elixier und ein Super-Duper-Ether. Moment, jetzt darf ich mich nicht vertun. Scheiße, von wo aus bin ich nochmal gekommen? Ich glaube von hier, oder? Nein! Ich darf den ganzen Weg nochmal laufen. Okay, auf dem Weg hier runter sehe ich dieses lustige Viech, weswegen Float ein weiterer wichtiger Bestandteil ist. Und sie empfinde ich gegenüber Eis. Deswegen hatte ich jetzt schon Edge die Eisklaue angezogen als Zweitwaffe. Er kann sie damit meistens one-hitten. Meistens. Nicht immer, meistens. Natürlich nicht dann, wenn ich aufnehme. Okay, dafür macht's Rüdiger. Okay, ganz ruhig. Versuchen wir es nochmal. Einfach hier durchlaufen. Nicht sind die Feymarchen die Heimat aller Eidolons. Oh, und von Mimic Eidolon, der mir 5000 Schutzgold zahlt. Ja, einmal die Runde laufen und noch ein Bestiarium. Ich glaube, Bestiarium ist ein Item, was den Analysezauber nicht ersetzt, mehr oder weniger. Verbraucht sich aber. Du bist der erste Mensch, der nicht Rüdiger ist, der jemals hierher kommt. So, jetzt klicke ich mir wieder zurück, damit ich hier rankomme an den Rattenschwanz. Warum auch immer ein Rattenschwanz? Es ist lange her, Rüdiger. Lass mich los. Ich meine, lass mich auf Seite. Oh, wir sind schon quasi im behausten Gebiet. Gucken wir mal, ob hier irgendwas drin ist. Nein, wozu hauen? Oh, ein Chocobo. Koko, hier Rüdiger. Was? Du hast noch nie einen redenden Chocobo gesehen vorher, Koko. Naja, sie lässt ihre ja frei rumlaufen, wenn sie beschwört. Jetzt haben wir auch noch Chocobo-Händler hier. Und Chocobo-Betten mit Chocobo-Fleischfüllung. Chocobo, Shiva, Ramu, sie alle leben hier. Jetzt nicht mehr, ich habe sie in meiner Obhut. Titan... heißt gar nichts, wenn du Float schweben zauberst. Wie geht's, Ifrit? Ist er immer noch so heißköpfig? Schenkelklopfer. Okay, haben wir hier irgendwas, was ich brauche? Da nichts. Hallo. 1200? Na, in Betracht dessen, dass hier ein Speicherpunkt fehlt, nehmen wir das doch glatt mal an. Moment. Hier fehlt kein Speicherpunkt. Hier gibt's einen Speicherpunkt. Warum bezahle ich diese überteuerten Preise? Ach Gott, das passiert, wenn man nicht vorspielt. Ja, alle 4, 5 Leute teilen sich ein Bett. Das ist, schön. Warum kostet das dann trotzdem so viel? Müsste eigentlich Massenrabatt geben. Aber vielleicht fürchtet der Wirt, dass das Bett durchbricht. Bei dem ganzen Gewicht, wir schlafen ja auch in voller Rüstung. Hallo? Rüdiger. Gut, dass du wieder da bist. Oh, gut, dass ich hier Schatztruhen habe. Noch ein Bestiar. Wozu gibt's die Dinger hier? Ja, mindestens das hier. Ich glaube... Moment. Dieses ist eine speziell geschützte Zone, wo man Zelte und Schulentreffs aufbauen kann. Und dein Zustand speichern. Oder dein Fortschritt speichern kann. Rüdiger, bitte bleib hier mit uns. Wir haben sonst keine Frauen. Okay, ich weiß nicht, warum sie so fanat in Rüdiger sind. Auf der anderen Seite, sie ist die einzige Beschwörerin des ganzen Spiels. Zumindest glaube ich das mittlerweile. Hallo, Mr. Bomb. Hallo, Rüdiger. Sind das deine Freunde, die da bei dir sind? Mach sie weg. Oh, hallo.
Dies ist die Eidolon-Bibliothek. Koko! Sie beinhaltet viele Informationen weit hinter eurem Wissen. Koko! So, ich weiß nicht, warum diesen Gang so breit gebaut haben, aber ich trotzdem an diesem Typen mir nicht vorbeilaufen kann. Bitte, liebe Entwickler, macht sowas nie, nie wieder. Geh aber einen runter da, danke. Sie sagt, du darfst den König nicht ohne das Besiegen von Königin Ashura zuerst treffen. Das werden wir ja mal sehen. Ich frage mich, ob Menschen die Fähigkeiten haben, unsere Waffen zu tragen. Hey, es ist Rüdia! Die ist echt bekannt hier drin. Naja, hat wahrscheinlich viel zu tun gehabt. Oder so. Okay, Kotetsu. Oh, sehr schön. Oh, das ist sogar besser als die Waffe, die ich gefunden habe, glaube ich. Oder ich vertue mich wieder. Deswegen könnte ich jetzt 11.000 Gil für nichts gedönsen. Engelpfeile. Ich glaube, ich könnte ihn mal gut eindecken. Aurastab. Fusioniert mit der Trender Magic Ineffective. Hört sich ganz gut an. Und das hier? Infused with Fairy Magic. Mitgenommen! Eine Blitzpeitsche! Hohoho, wie ich gesagt habe, Rüdi hatte viel zu tun gehabt hier bei den ganzen Viechern. Ja, gucken wir doch mal, ob Rüdi das tragen kann. Ja. Rüdi, ich war ein böser Edgy. Ruf mich an. Ich glaube, dann macht es sogar in der ersten Reihe ganz gut Schaden. Ja, ich weiß gleich, ich glaube, wieder ein Dicker angekommen und dann übertreibst du es wieder mit deinen Besano-Witzen und so. Ist mir egal. Bitte bring hier nicht so einfach Rüdias. Ich meine Menschen mit hier runter, Rüdia. Wir möchten einfach nur in Frieden und Ruhe leben. Ich bringe euch Liebe. Und du mir Rüstungen. Ein Aegis-Schild. Ja. Halleluja, Shitty Matski. Das Ding ist richtig gut. Ich kaufe 2. Ja. Oder? Ich kaufe 3. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht vorgespielt. Ich kaufe 3. Es könnte sein, dass sich das noch irgendwann mal als nützlich erweist. So, und bevor ich die Folge beende, werde ich hier... bevor ich die Folge speichere, werde ich vorher definitiv mich umziehen. Aber vorher... Wieso kommt der Knabe jedes Mal vor mir in irgendwelche abgelegenen Winkel dieses Planeten ab? Shh, es ist eine Bibliothek. Nichts vom Laut zu rufen. Dieses Buch ist so bewegend. Weil es eine Flasche ist. Der ehrenwerte Schokobo oder so ähnlich. Wenn es kommt, sieht es süß aus und flieht vom... Was? Wenn es dazu kommt, dass es süß aussieht und vom Kampf flieht... Entschuldigung. Ist es in seiner eigenen Klasse. Okay. Shiva, Königin des Eises. Diejenigen, die ihren Zorn hervorrufen, werden ihre Herzen gefroren vorfinden, weil sie ihnen eine Abfuhr erteilt. Ramu, ein scheinbarer, komischer Typ, alter Mann. Sein Zorn ruft aus den Wolken die Dunkelheit hervor und es regnet Blitze der Gerichtsbarkeit auf seine Gegner. Es wird gesagt, dass einige Beschwörungsviecher, die noch allen unbekannt sind, in dieser Welt existieren. Ifrit, Dämon der Flammen. Seine Flammen, so sagt man, verbrennen alles zu Asche. Titan oder Titan, ein riesiger Gigant, der die Erde kaputt macht. Captain Planet Style. Seine großartigen Chasms? Keine Ahnung. Seine Balls, die er kriegt. Moment. Seine Risse, ich versuch's aus dem Kontext. Seine riesigen Risse, die er im Boden hervorruft, verschlingen Armeen von Soldaten. Nein, das tun sie nicht. Sind sie zu schwach. Sie können nur Dörfer kaputt machen. Eine Höhle verbindet diese Welt mit dem Menschenreich. Nur diejenigen mit starkem Willen und einem starken Körper können die Reise ertragen. Die Geschichte der Feymarschen führt zurück in Zeiten, lange bevor die Menschenwelt existierte. Beschwören. Die Kunst, die Eidolons herbeizurufen, für die eigene Unterstützung. Nur eine Handvoll von Beschwörern existiert, kann diese antike Kunst der Magie hervorrufen, bewirken. Ach Gottchen. Es sind viele, viele Bücher.
Es würde viele Lebensspannen verbrauchen, diese alle hier zu lesen. Die Sylphen, die leichten und sanften Eidolons. Nur wenn ihr Planschbecken... Was? Wenn they pu... Was? Moment. Nur wenn sie ihre Kräfte zusammenfügen. Captain Planet? Oder Frau Captain Planet in diesem Fall? Wird das vollständige Potenzial ihrer Kräfte ersichtlich. Oh, die legendäre Meister des berühmten Zantetsuken! Sein einziger verlorener Kampf wurde herbeigeführt, als Blitze sein massives Schwert beseelten einschlug. Der Eidolon König, der stolze und scheinbar unbesiegbare Anführer der Feymarschen, Meister der nördlichen Ozeane, sagt, dass dies hier sein Geburtsort ist. Ashura, Königin der Feymarschen, Vibe und was? Gateway? Und Durchgang zum Eidolon König, Anführer der Feymarschen. Nur diejenigen, die dieselben Kräfte wie sie besitzen, wird es gestattet, den König selbst zu sehen. Das goldene Gesetz der Feymarschen. Stärke liegt nur im Herzen. Derjenige soll nicht mit. Jemand soll nicht die Kraft bekommen, bis seine innere Stärke völlig gewahr geworden ist. Mein Gott, hier steht viel zu viel. Die zwei Monde. Man sagt, dass es nur einen Mond in langer, langer Zeit gegeben hat oder so ähnlich. Bahamut, dessen Power übersteigt die des Eidolon-Königs. Von Weitem wacht er über die Eidolons, die er erschuf. Wenn jemand es jemals schaffen sollte, den unbesiegbaren, noch unbesiegbarer als unbesiegbaren Bahamut im Kampf zu schlagen, wird er unglaubliche Superkräfte erhalten. Einst ein großer Wal kam vom Mond herunter. Der Windfisch. Zu Besuch. Und nun gibt's den nur noch in einem Verlies. In einem Drachen und schläft. Die Eidolons, Monster, Menschen, wo sind sie alle hergekommen und wo gehen sie alle hin? Hier ist ihr Herzblatt in die Show. Es ist eine ewige Mysterie. Zeit für Galileo und sein Mystery-Team. Egal. Was durch das Nutzen von Bestiarien werden selbst die Monster, die selbst der Libra-Zauber nicht aufdeckt, völlig gezeigt. Und hier ist das Reich des Eidolon-Königs und seiner Königin. Dies ist die königliche Kammer. Ihr müsst die Erlaubnis von Königin Ashura bekommen, bevor ihr den König ansprechen dürft. Ha, das soll doch mal sehen. Du denkst, ich bin der König? Nein, ich bin nur ein alter Mann. Ist es wirklich nur ein alter Mann? Und wird uns Königin Ashura, auch genannt Amy Mizuno Sailor Mercury, die Erlaubnis geben, uns hier aufzuhalten? Erfahren wir es. Ich meine, mit dem König zu sprechen. Erfahren wir es in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 4. Bis dahin wünscht euch Final Messenger 13 einen schönen Tag. Tschüss.